Hallo, meine Lieben. Ich muss jetzt erstmal mein Mikrofon hier hinstellen. Das habe ich doch glatt vergessen. So, genau. Wir waren hier stehen geblieben. Was ist mit Tessa? Sie war Mary Anns beste Freundin. Sollen wir sie mal fragen? Sicher. Aber sei gewarnt, sie ist sehr empfindlich bei diesem Thema. Vielleicht redet sie ja mit mir. Ich war schließlich immer ihr Liebling. Ganz genau. Wahr. Aber wir müssen eh in den Laden. Zeug für die Reparaturen kaufen. Toll. Zwei Möwen und ein Stück altes Brot. Weiß nicht, ob mir der Vergleich gefällt. Hör zu, ich weiß, du willst darüber nicht mehr reden. Aber anscheinend bist du erst zufrieden, wenn wir es tun. Also reden wir. Warum den Verkauf überstürzen? Stimmt etwas nicht? Haben wir einen Plan? Du warst heute so gereizt. Ist da noch irgendwas anderes? Nein, nichts. Das glaube ich dir nicht. Ich wäre gern auf derselben Wellenlänge. Ich dachte, das wären wir auch. Wir verkaufen das Haus so schnell es geht und bringen es hinter uns. Es ist mir wichtig. Das Buch hat alles verändert. Ja, das stimmt allerdings. Wir haben das Buch gefunden. Das hat alles verändert. Verstehst du das echt nicht? Du hast das Haus während der letzten 3 Jahre ignoriert. Ich dachte, du willst nicht mehr Zeit als nötig hier verbringen. Oh. Also darum geht es hier. Vielleicht. Ja. Weißt du, dein Abschluss war vor 3 Jahren. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal wieder. Ich war noch nicht bereit, zurückzukommen. Der Zeitpunkt schien mir nie richtig. Es ist nicht so, dass ich dich nicht sehen wollte. Ich war nicht bereit, als Tyler hierher zu kommen. Ich wollte dich besuchen. Ich wollte bei deinem Abschluss dabei sein. Ich wollte dir einen Kuchen aus einer Backmischung backen und peinliche Fotos schießen. Ich weiß. Du hast dicht gemacht. Und als Antwort bekam ich nur Schweigen oder Ausflüchte. Hier geht es nicht um dich. Ich habe mich vor allen versteckt. Echt? Ich wollte niemanden sehen. Ich hatte mit dem Testosteron angefangen. Und, oh Gott, ich hatte so fiese Akne. Meine Gefühle spielten verrückt und diese Gerüche, Allison. Diese Gerüche. Männer stinken. Ich weiß. Ich habe ein paar gedatet. Ich brauchte einfach Zeit, mit mir selbst klarzukommen, bevor ich das von jemand anderem verlange. Ergibt das Sinn? Ja, ergibt es. Also, haben wir einen Plan? Yep. Wir befragen die Leute zu Marianne, aber wir halten uns auch an unseren Zeitplan. Wenn dir das so wichtig ist. Okay, Deal. Deal, Deal. Ollies Tagebuch. Ist lang her, seitdem ich diesen Namen gehört habe. Hab wirklich nur ich dich so genannt? Tatsächlich nicht. Hab den Namen Fireweed verwendet, bis ich mich für Tyler entschied. Die meisten hatten kein Problem mit dem Wechsel. Nur leider nicht alle. Was meinst du? Einer meiner Schüler wollte mich einfach nicht Tyler nennen. Er lehnte meine Hilfe ab, so wie die von allen anderen. Tut mir leid. Mir gefällt der Name Tyler übrigens. Danke. Schöner Ring. Von deinem Freund? Komm, ich hab dir doch gesagt, dass ich Single bin. Reit nicht drauf rum. Warum kommt er mir bekannt vor? Ist ein Geschenk von Eddie. Er ließ beide zur gleichen Zeit machen. Beide? Oh, warte. Ja, er soll angeblich mit dem verbunden sein, den er dir gab. Auf spirituelle Art. Glaubst du an sowas? Du meinst, dass wir noch auf andere metaphysische Art verbunden sind? Du weißt schon, neben der, mit der wir Gedanken und Erinnerungen teilen. Punkt für dich. Keine schlechte Aussicht, oder? Hab ganz vergessen, wie schön es ist. Erinnerst du dich, als wir den zugefrorenen See überqueren wollten? Klar.
Das vergesse ich nie. Marianne hat eine Stunde lang geschimpft. Naja, sie hatte eigentlich recht. Es war super gefährlich. Wenn wir reingefallen wären, tschüss, Kobolde. Wir sind am See aufgewachsen. Wir können dünnes Eis erkennen. Echt seltsam. Man vergisst bei Nah, wie nah Dallas Crossing doch ist. Ich bin sicher, Marianne hat das versucht. Kann sie nicht verübeln. Wir müssen später dort einkaufen. Bist du bereit dafür? Ja, aber ein Tag ohne Arschlöcher war echt angenehm. Nur noch ein bisschen, dann ist jeder Tag arschlochfrei. Das ist vielleicht zu viel verlangt. Habe ich da etwas vergessen? Ich glaube, wir haben genug Zeit mit dieser Aussicht verbracht. Ich wollte ja nichts sagen, aber... Ja, ich weiß. Ich war der unbedingt gehen wollte und dann werde ich plötzlich ganz sentimental bei der Aussicht. Geh vor. Ich komme nach. Ich muss noch eine Nachricht beantworten. Ah, meine Schwester, der soziale Schmetterling. Wir haben anscheinend einen Eindringling. Was zum Teufel? Du hast noch 5 Sekunden, bevor ich meinen Besitz verteidige. Dein Besitz? 5, 4. Ich bin Tyler. Ich kenne keinen Tyler. 3, 2. Sam? Ellie? Was machst du hier draußen, Mädchen? Na, das ist unser Haus. Hab ich mit dir geredet? Sam, nimm die Waffe runter. Das ist Tyler. Mein Bruder. Ein Bruder? Oh. Du siehst ja wie ein richtiger Mann aus. Du weißt, was ich meine. So wie ein Mann aussehen kann. Ich bin ein Mann. Ich bin einfach ich. Ich bin ein Mann. Keine Frau, die wie ein Mann aussieht, Sam. Ein Mann. Ein richtiger Mann. So wie du. Ach, Scheiße. Ich bin wohl wieder ein Arsch. Du musst uns alten Säcken verzeihen. Ganz bestimmt nicht. Komm schon. Kinder ändert ständig die Regeln. Da kann doch keiner mehr mithalten. Du musst die Menschen eben einfach so respektieren, wie sie sind. Das ist nicht schwer. Nein, nicht schwer. Es ist nur etwas gewöhnungsbedürftig. Dann gewöhn dich dran. Wir verschwinden nämlich nicht einfach. Und was genau hast du hier zu suchen? Oh, naja. Ich habe für euch den Ort hier im Auge behalten, weißt du. Dach ausgebessert, die Rohre geprüft, sowas alles. Danke sehr, Sam. Oh, ja, klar. Kein großes Ding. Wisst ihr, eure Mutter, sie war was ganz Besonderes. Sie hätte mehr verdient als, naja, was sie bekommen hat. Du hast doch immer Marianne bei Reparaturen und Umbauten geholfen. Oh ja. Oh, eure Mutter hatte ja keinen Mann im Haus. Deshalb habe ich geholfen, den Ort hier in Stand zu halten. Wie altmodisch von dir. Danke. Ich schätze, ihr beiden wollt immer noch verkaufen. Das ist der Plan. Und wir brauchen deine Schlüssel. Da du das Türschloss anscheinend gewechselt hast. Oh, ja, klar. Aber das Haus verkaufen? Seid ihr sicher? Gut oder nicht? Das ist alles, was bleibt. Wer hat sie denn gefragt? Auch ein paar schlechte Erinnerungen. Lustig. Ich hab dich doch gar nicht nach deiner Meinung gefragt. Tyler! Was?
Tyler will damit sagen, dass ein Neustart uns beiden gut tut. Natürlich. Dieser Ort steckt sicher voller schlechter Erinnerungen. Aber vielleicht auch ein paar guten. Leertaste gedrückt erhalten, um mit Hilfe deiner Stimme zu sprechen. Ah ja. Standet ihr zwei euch nahe, das Puzzle an ihrer Tür. Er ist stockbesoffen. Wir sollten gehen. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Nichts kann das übertreffen. Andere sagen, sie hätten es geahnt. Ich nicht. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr zwei kamt immer reingeschlichen und gab dir keine Ruhe. Habt ihr es gelöst? Yep. Wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Ich... Also... Jetzt kennt ihr alle Geheimnisse eurer Mutter, was? Oh. Sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? Ich könnte ihm noch ein paar Fragen stellen. Okay. Aber ich kann ja nichts anderes mehr fragen. Ali, hörst du mich? Kai, das sollten wir nicht machen, wenn wir gerade mit jemandem sprechen. Der ist stockbesoffen. Keine Chance. Er ist immer stockbesoffen. Naja, wer weiß. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hör auf. Unsere Familie wird eh schon seltsam. Ah. Alles okay mit euch beiden? Klar. Nein. Oh. Okay. Wie gut kanntest du sie? Nicht so gut, wie ich dachte. Als ich hörte, was in der Nacht passiert ist, da dachte ich, die Leute verarschen mich. Das traf dich unerwartet, oder? Aha. Das ist ja komisch. Der ist besoffen. Er ist immer stockbesoffen. Naja, vielleicht bringt ihn das zum Reden. Vielleicht bringt ihn das zum Reden. Hast du bei ihrer Tür geholfen? Ihre Tür? Das Rätsel an ihrer Schlafzimmertür. Ah, ja. Ihr Zweig. Yep. Wohl besser spät als nie. Ich hab's nie gelöst. Nicht, dass ich's gewollt hätte. Ich... Also... Jetzt kennt ihr alle Geheimnisse eurer Mutter, was? Oh, sie hatte bestimmt noch ein paar andere. Wir sollten gehen. Meinst du, mehr erfahren wir eh nicht? So besoffen ist er keine große Hilfe. Dann sage ich ihm, er soll gehen. Gut. Wir haben es geschafft. Wir müssen noch einkaufen und Onkel Eddie erwartet uns. Also. Okay,
Ja, natürlich. Na, dann los, ihr zwei. Sam, wir müssen alle los. Oh, natürlich. Ich habe ja auch viel zu tun. Viel zu tun für den guten alten Sam. Ihr wollt Braun sicher nicht warten lassen. Danke, dass du nach dem Haus gesehen hast. Ach, gerne. Ich... Meldet euch gern, wenn ihr was braucht. Egal was. Ja? Sam? Sie guckt aber traurig. Sam? Die Schlüssel? Oh, klar. Natürlich. Natürlich, die gehören euch. Dieses Haus hat eurer Mutter viel bedeutet. Es war fast so, als war es ein Teil von ihr. Und als ob ein Teil von ihr immer noch hier lebt. Na, hoffentlich ist das Haus kein mordlustiger Psycho, der uns im Schlaf töten will, ha? Oh, ja. Naja, passt auf euch auf, ihr beide. Hey, wir haben echt eine Menge zu tun. Okay, na los. Ich bin direkt hinter dir. Das war ja gerade schwierig, aus diesem Gespräch rauszukommen. Aber wir haben es geschafft. Bereit für Veni, Vidi, Vecchi? Gut, reden wir mit Tessa. Aber denk dran, dass deine Erinnerung an sie schon 10 Jahre auf dem Buckel hat. Schon klar, doch das wäre nicht der Fall, wenn sie zu mir nach Fireweed gekommen wäre. Das ist sie aber nicht. Ich nehme an, das ist Michael? Huch. Ja, das wird er sein. Hey, du. Hey, hast du heute nicht frei? Yep, wir sind hier Kunden. Tyler, das ist Michael, der nervige Kollege, von dem ich dir erzählt habe. Dank mir kennst du Marshmallow-Wodka und Alkopops. Und jetzt bin ich nur noch der nervige Kollege für dich? Peace. Keine Sorge, sie hat mir klar gesagt, wie schlimm es hier ohne dich wäre. Schön, dich endlich kennenzulernen. Sie redet ununterbrochen von dir. Daher habe ich das Gefühl, dich schon zu kennen. Ihr seid also hier, um Sachen für daheim zu holen? Ja, es ist wohl das Beste, da draußen zu bleiben. Die Arbeit geht schneller, wenn wir ihr quasi nicht entkommen können. Hey, es lebe die Effizienz. Wir beide müssen hier endlich raus. Wie war das? Vielleicht ziehen wir zusammen. Er will auch umziehen. Oh, Michael wird auch nach Juno ziehen. Oh, und ist das euer Plan, zusammenzuziehen, oder? Naja, schon, ja. Die Wohnung zu teilen ist billiger, aber noch steht nichts fest. Ergibt Sinn.
Vielleicht ist auch für dich Platz. Na klar, je mehr Ronans, desto besser. Ich mache eine Kochausbildung, also gibt's immer leckeres Essen. Und hey, ich schnarch nur bei Pollenflug und Baseball. Wie könnte ich dazu Nein sagen? Alles okay? Meine Füße bringen mich um. Ich bin schon um 4 zum Angeln raus. War ein langer Tag. Oh, du angelst gerne? Ja, es gibt da das Bussardloch. An dem Platz bin ich 2-mal pro Woche. Man fährt fast eine Stunde, aber es ist so cool, besonders früh am Morgen. Kein Witz, genau da war ich auch immer. Echt jetzt? Ja. Hey, also, wenn du mitkommen willst, frag mich einfach. Ich teil gern. Cool, die meisten Leute werden es das Meer ergoll, wenn es um Angelplätze geht. Wer hätte das gedacht? Träge und mühsam Tiere zu töten, schweißt wohl zusammen. Sie ist neidisch, weil sie nie einen Fisch fangen könnte. Selbst wenn sie den See mit Cyanid fällt. Ach, egal. Tyler, wir sollten mit dem Einkauf anfangen. Gut, ich bin hier, wenn ihr was braucht. Wie schnell rennt sie denn bitte? Ist hier der Eingang? Ja. Ach, hallo, Miss Ronan. Hast du vielleicht etwas im Büro vergessen? Nein, wir kaufen nur was ein. Kennst du noch meinen Bruder, Tyler? Dein Bruder? Oh, stimmt, Tyler. Oh, was für eine Überraschung. Hat Allison nicht erzählt, dass ich heute dabei bin? Ja, doch, hat sie. Ich hätte nur nicht erwartet, so einen schicken Mann zu sehen. Naja, ich habe auch heute Morgen geduscht. Und gerade erst in der Stadt angekommen, oder? So ähnlich. Wir haben an dem alten Haus gearbeitet. Aber was eine Überraschung. Nachdem es 10 Jahre leer stand, fehlen ein paar wichtige Dinge. Deshalb die Einkaufstour. Oh, natürlich. Nun, wir können euch hier alles besorgen. Muss schön sein, zu Hause zu sein. Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort ist. Oh, natürlich. Ich nehme an, da zu sein fühlt sich kompliziert an. Das könnte man so sagen. Na, dann will ich euch nicht länger aufhalten. Ich bin hier, falls ihr irgendwas braucht. Oh, hey, ist Tessa heute hier? Meine Frau ist ausnahmsweise nicht da. Aber ich denke, dass sie nachher kommt. Okay, also wir brauchen Kerzen und Allzweckreiniger. Plus Snacks und Getränke. Ich verhungere noch. Kerzen und Allzweckreiniger. Alles klar. Was gibt's denn hier so? Plädierst du nicht für eine strengere Waffenkontrolle? Ich bin für vernünftige Regulierungen, aber die Leute hier sehen Waffen als Sicherheit. Und wie du weißt, prüfen wir jeden einzelnen Käufer gründlich auf Herz und Nieren. Hey Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Wie läuft das Geschäft? Wie läuft der Wahlkampf? Wie geht es dir? Mach's gut. Wie läuft's, Tom? Großartig. Die Aussichten der Kampagne haben mir einen echten Energieschub verliehen. Er hat immer alles aus den Spendern probiert und Tessa hat es total gehasst. Das Wetter spielt in letzter Zeit echt verrückt, was? Ja, das stimmt. Das wird ein langer, langer Winter. Wie läuft denn dein freier Tag? Tja, Ty ist hier, also kann ich mich nicht beklagen. Gut für dich. Familie ist wichtig. Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden, aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Habanero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Was sie sich wohl als nächstes ausdenken? Okay, wir sehen uns später. Auf Wiedersehen. Was war das jetzt nochmal? Allzwecktücher und Kerzen. Muss mich hier erstmal orientieren. Irgendwelche Getränkewünsche?
Getränkewünsche. Wasser, Limon, Saft. Saft ist doch gut. Wir könnten Saft für morgen früh kaufen. Stimmt, ich hol O-Saft. Wie siehst du das mit den Reinigern? Nur, dass Reiniger immer bedeuten, einen echt bedauerlichen Nachmittag zu verbringen. Boomerang. Für alle Oberflächen. Ach, Dosenschinken. Organik. Für alle Oberflächen. Was, Leute ohne Geld? Ganz schön verwöhnt. Ich weiß gerade nicht, worum es ging. Sorry. Ich muss mich doch konzentrieren beim Einkaufen. Lieber das Biologische. Ich sollte mir Köder für den nächsten Angelausflug besorgen. Bla bla bla. Huch, er wieder. Hey Tyler, erinnerst du dich an den Forellenkönig? Ja, habe ich gesehen. Ich dachte, Tom hätte ihn längst in Rente geschickt. Machst du Witze? Er erzählt allen Kunden vom Sieg beim Forellenderby. Es war ein 12-Pfünder. Ist ja süß. Und was machst du so? Ich kann ihn nicht ansprechen. Doch. Inventur, was? Ja, mein Verstand ist gerade nur noch Brei. Egal, wie läuft denn der Großeinkauf? Findet ihr alles? Ich warte nur auf Tyler. Ganz schön chaotisch hier. Wer war heute für die Regale verantwortlich? Alles ist total durcheinander. Suchst du Streit, Ronan? Muss ich dich an das große Tabellenkalkulationsdesaster von 2014 erinnern? Darüber reden wir nicht. Ich habe nur einen winzigen Eingabefehler gemacht. Dank dem der Laden fast eine ganze Ladung Tampons für $10,000 bestellt hätte. Du hast mir den Arsch gerettet, als du den Fehler entdeckt hast. Yep. Und du schuldest mir noch was dafür. Egal, wie läuft's bei euch? Wir haben etwas gefunden. Ist nur blöd, dorthin zurückzugehen. Wir haben was in Marianne's Zimmer gefunden, das uns echt überrumpelt hat. Willst du darüber reden? Schon, aber nicht hier. Und es ist nicht an mir, das zu erzählen, aber... Wir können uns ja nachher alle treffen und du erfährst die ganze Geschichte. Okay, na gut. Ich bin da, wenn du mich brauchst. Alles klar. Mann, oh Mann. Ja, liebe Leute, es könnte passieren, dass die Aufnahme wieder abreißt. Weil ich dachte, wir schaffen es vielleicht noch bis zum nächsten Speicherpunkt, aber ich denke, das wird nichts. Hey Tom, seit wann hast du dieses Nummernschild aus Kalifornien? Erinnerst du dich an das junge Paar, das letzten Sommer durch die Stadt kam? Mit dem flippigen Van. Die haben dir ihr Nummernschild geschickt? Ihr Van wurde gepfändet. Durch Beziehungen habe ich ihn rausgeholt. Mit Beziehungen meinst du Rabatt für Eddie auf die neuen... Hey Tyler, Süßkram oder Chips? Du weißt doch, wie sehr ich auf Süßes stehe. Bonbons. Ich nehme die Chips. Mal sehen. Frische Pfingstrosen, dreischichtige Schokotorte, geröstete Marshmallows. Machst du gerade eine dramatische Lesung eines hochtrabenden Kochbuchs? Nein, ich sehe mir nur hochtrabende Kerzendüfte an. Man lebt ja nur einmal. Okay, wir sind hier fertig. Gehen wir zum Bezahlen zu Tom. Was hat er gesagt? Huch. Naja, vielleicht kommt ja jetzt noch ein Speicherpunkt. Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Ach. Oh, hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Mit Bart. Ja. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Marianne's Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich?
Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen. Du bist vermutlich die einzige Person, die Marianne besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich hab's erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Marianne klar beunruhigt. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Mehr wissen wir nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Was ist denn das immer für eine Ausrede? Ich wusste, dass ihr nichts sagt. Hat es ihnen CIA-Training? Irgendwas ist komisch. Es ist komisch, oder? Speicherpunkt. Ja, ich spüre es auch. Speicherpunkt. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken. Speicherpunkt. Ach, wir haben es geschafft, Leute. Also, bis zur nächsten Folge.